Heute schauen wir uns ganz kurz drei Adjektive an, die etwas anders dekliniert werden, nämlich Pauper, Vetus und Dives. Das sind einendige Adjektive, die nach den Substantiven und nicht nach den Adjektiven der konsonantischen Deklination dekliniert werden. Sie stehen aber natürlich trotzdem in keiner Konkurrenz zu ihrem Bezugswort. Wenn ihr Adjektive generell nicht kennt, auch dazu habe ich ein Video gemacht. Hier seht ihr die Deklination dieser am Beispiel Pauper. Die Ausnahmen zu normalen konsonantischen Adjektiven sind ganz einfach der Ablativ Singular in allen Genus, der auf E statt I endet, der Nominativ Plural Neutrum, der auf A statt auf IA endet, und der Genitiv Plural, wieder in allen Genus, der auf UM statt auf IUM endet. So, das war auch schon wieder alles. Vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, es hat euch gefallen. Übrigens, 91,8% aller meiner Zuschauer sind nicht abonniert. Wenn euch also meine Videos helfen, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Es hilft mir und ist natürlich völlig kostenlos.